Willkommen, wir sind wieder in 20 Minuten Till Dawn. Wir spielen heute mal mit Spark. Die kann Blitze auslösen und wir werden vielleicht mal hier die Armbrust mal testen. Und wir gehen in den Tempel. Den müssen wir ja noch schaffen. Können wir mal gucken. Der Bogen kann ja geladen werden. Und dass wir am Anfang direkt Blitze haben, das kann natürlich gut werden. Ich bin sehr langsam, merke ich gerade. Aber wir können mehrere Gegner auf einmal mit dem aufgeladenen töten. Nehmen, weil dann könnten wir hier nach hinten schieben. Nur zwei. Meinen müssen wir jetzt die noch nicht aufladen lassen. Aber zwei ist schon echt gut. Nur gucken, auch gut was einsammeln. So, jetzt haben wir noch eins hinter uns. Das ist natürlich auch gut. Wir haben ja nur einen Schuss. So, das würde jetzt super oft ausgelöst werden. Nur die Nachladezeit irgendwie dann noch reduzieren. Genauso. Mal Nachladegeschwindigkeit. Maximale Munition nehmen wir gar nicht. Nur mehr Schüsse oder so. Wäre in Ordnung. Nehmen wir das mit nach hinten, oder? Oder wir nehmen erst das Schmettern. Laden so oft nach. Haben wir die Schüsse um uns rum beim Nachladen. Das Schmettern beim Nachladen. Also das könnte was werden, wenn wir noch irgendwie dann ein Herz bekommen. Super. Dann erhöht sich der Radius mit allen Fähigkeiten, die wir jetzt schon haben. Nur schauen, dass wir nicht in diesem Explosionsradius landen. Lebenspunkt. Wir uns schneller machen. Die Großen sind natürlich sehr hart. Weite noch mal erhöhen. Auf so einer begrenzten Karte. Nicht gut
eigentlich. Wir müssen nur den Schaden dann noch erhöhen. Da ist ein Mini-Boss. Nach hinten schießen oder noch mehr Sichtweite. Oder 3 LP. Immer lieber 3 LP. Ah, den Miniboss haben wir getötet. Müssen wir mal, dass wir das einsammeln. Oh Gott, Waffen. Aber Blitzschaden, okay, geht ja auch. Dann müssen wir halt jetzt den Waffenschaden erhöhen. Wir hoffen, dass wir was dafür bekommen. Waffenschaden, das hört sich. Genau das, was wir benötigen. Sammeln hier. Ein bisschen anstrengend auf so einer begrenzten Karte, also schon cool. So. Gegner explodieren. Nehmen wir direkt. Müssen wir Nachladegeschwindigkeit noch einmal irgendwie bekommen. Wäre sehr gut. Oh nein. Der Boss. Und schon wieder die hier diese Kugeln schießen. Aufgeschwindigkeit, das wäre jetzt natürlich sehr gut. Oder nehmen wir das Schild? Nehmen das Schild, weil wir haben nur ein Herz, wir haben noch keine 500 Gegner getötet. Wir hatten doch das Schild. Ja, gibt gar keinen Sinn. Schild absorbiert doch einen Schaden. Aber so eine Waffe mit nur einem Schuss ist echt gut. Was haben wir noch für Waffen, die wenig Schuss haben? Und dass wir mit ihr direkt Blitze haben, ist echt gut. Hier wäre natürlich Beschwörung sehr gut. Also 4, 6, 8, 12, 12. Aber Schrotflinte. Weil das ist wieder so eine nahe Waffe. Damit müsste das auch funktionieren. Bestimmt am Anfang schwer. Mal testen.
Aber wenn wir wieder das mit der Sichtweite. Schon ein Herz verloren. Natürlich ist es eine Doppellaufrunde. Lädt andauernd nach. Ach, Ladegeschwindigkeit. Wegnehmen. Cool. Keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben. Sieht man das irgendwie frei, oder? Wir nehmen mal die magische Sense. Also gut, jetzt... Nachladegeschwindigkeit noch. Runter. Ich weiß auch gar nicht, ob das beabsichtigt ist. Wie jetzt aber. Wer weiß. Solange nicht die kommen, die explodieren, geht das dann noch alles. Schaden brauchen wir nicht. Wir haben nichts zum Beschwören. Wir erhöhen mal unsere Sichtweite. Dann bekommen die ja noch Grundschaden. Die sollten echt unbedingt noch irgendwie die Nachladegeschwindigkeit jetzt so viel mit Beschwörung. Obwohl, kann sein, dass die Sense als eine Beschwörung gilt. Nicht als Unterstützungswaffe. Vielleicht weil ist die Sense magisch und dadurch gilt sie als Beschwörung. Könnte man später einmal Beschwörungsschaden mitnehmen. Feuerrad. Oder erhöhen wir jetzt schon Sicht? Wir erhöhen erstmal noch Sicht. Ja, beim nächsten Level dann. Und dass wir Schaden noch erhöhen und Geschwindigkeit und alles. Mal Schrotflinte, die aussieht wie ein Maschinengewehr. So. Buch, Brand. Ach, Schaden. Das nehmen wir jetzt schon. Dann haben wir das ausgeglichen mit dem Miniboss. Wenn in der Kiste nämlich immer dasselbe drin ist. Bei den Großen machen wir ja gar keinen Schaden. Ja. Also, da müssen wir mal gucken. Feuerrate erhöhen. Oh nein. Ein Explosionsradius, der ist ja auch die Härte. Da kann man gar nicht schnell genug ausweichen. Aber machen wir jetzt nochmal. Aber ihre Blitze helfen halt natürlich, ne? Geschwindigkeit und Feuerrate.
sind Fehler im Spiel mit diesem Dauerschießen. Magische Sense zählt wohl echt als Beschwörung. Aber wenn man nur eine hat, bringt das dann auch nicht viel. So, wir warten jetzt hier erstmal, dass ich ein paar Erfahrungspunkte ansammle. Schön in den Kreis sammeln. Das war aber knapp. Das mit der magischen Linse wäre ja auch gut, aber die ist ein. Ja, die Größe noch halbiert. Sie ist schon klein. Ja, wir probieren das mal mit der magischen Linse. Aber wir müssen halt genau da durchschießen. Damit das einen Effekt hat. Waffenschaden. Aber wir machen ja trotzdem an den großen Explosionsdingern gar keinen Schaden. Also da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie noch weiter erhöhen. Und wieder die explodierenden. Jeder zweite Schuss löst halt auch ein bisschen aus, also. Waffenschaden. Sieht ja witzig aus mit der Projektilgröße. Das war noch schnell leveln. Da kommen schon die großen. Oh, wir nehmen mal hier Band beim Laufen. Nur in Kombination gut mit erhöhter Sichtweite und dem Glanz. Aber ich frage mich, warum die Teilige Schild nicht gebracht hat. Oh Gott, wir standen schon wieder drin. Der Explosionsradius, der ist aber auch die Härte. Kann ich super schwer einschätzen irgendwie. Waffenschaden durchdringen. Oder zwei Abpraller. Aber nur durch die magische Linse. Funktioniert bei den Großen jetzt natürlich eher nicht so gut, das mit dem Durchdringen. Also man muss beim Laufen ganz schön aufpassen hier mit diesem Explosionsradius. Oh nein. Nicht nach unten laufen. Ja gut, wird zurückgesetzt, wenn wir getroffen werden. Wenn wir getroffen werden, sind wir tot, also. Ist nur minus 25, das haben wir ja schon ausgeglichen vorhin. So, ausweichen. Ausweichen ist schon gut, ne? War nur 20% schon zum Ausweichen.
Aber da ist ja nicht mit diesen Lohnpreisen so habe hier. Das ist schon eine gute Sache. Uiuiui, sehr schnell dieses Level, muss ich sagen. Mal wieder ein bisschen in die Mitte. Hier noch ein bisschen einsammeln. Und nur was bei Gegnern, die länger leben. So, jetzt Sichtweite erhöhen. Ich will das zerschmettern. Diese großen Gegner, die so explodieren, die mag ich gar nicht, muss ich sagen. Sichtweite oder jetzt mag wir nehmen. Also war eben irgendwas sehr groß explodiert. Diese großen, die nerven. Nein, der Boss. Verfolgt einen auch noch. Oh nee. Was ein Stress. So. Frost ist jetzt schon. Maximal links. Also das heißt aber nicht, dass wir jetzt zwei kriegen, ne? Oh gut, doch. Ah ja, super. Glück habe ich das ausgewählt. Der Boss ist die Härte, wir sind einfach zu langsam für den. Boah, der ist aber auch flink. Nicht. Dann noch hier die mit ihren Augen. Reingelaufen, ja klar. Oh, ey. Warum ist denn der so schnell? So, erhöhe Brandschaden, Blitzschaden und Ausdauer. Erhöhe alle Schaden und für Max und Lebenspunkte. Das Level hier ist ja richtig Stress, muss ich sagen. Haben wir hier auch noch diese Kugeln schon wieder. Bin ich ja viel zu langsam für. Also nicht jetzt der Charakter, sondern ich generell. Meine Reaktionszeit ist so Schlaftablette. Schild, dass er wieder nicht funktioniert. Auf, dann nehmen wir mal Sicht hier. Mit unseren Effekte wird man Radius haben. Och nee. Boah, die sterben überhaupt nicht. Die roten Kugeln schießen. Brauchen mehr Schaden. Ausweichen und wir machen uns kleiner.
natürlich gut. Wenn wir uns kleiner machen, werden wir nicht so leicht schon wieder getroffen. Und wir haben uns ja vorhin größer gemacht, damit wir sehr ausgeglichen sein jetzt. Uiuiuiui. 20 Minuten Stress pur. Natürlich liegen in der Mitte die ganzen Erfahrungspunkte und wir kommen da nicht hin. Wegen diesen roten Kugeln. Wir haben auch noch nicht einmal 90 Sekunden geschafft zu überleben hier. Wir haben nämlich noch gar kein Seelenherz. Oder ich bin schon wieder irgendwo reingelaufen und... Oh, Blitze. Das hier ist ja wieder nur durch... Also wenn man die magische Linse mal trifft. Also jetzt hat sie ja Grundblitze. Und wir haben jetzt auch noch Blitze bekommen, also machen wir jetzt noch zusätzlich. Ein, verdammt. Wir kamen rein. Waffenschaden und Feuerrate für 75%, wenn du getroffen wirst. Ah, was mit Nee? Ja, dann machen wir uns jetzt noch ein bisschen schneller. Jetzt kommen wir ganz schön Menge an Gegnern. Oh nee, das ist schon wieder so ein großer. Uiuiuiui, lass mich irgendwo raus, bitte, bitte. Oh, wir müssen mal hier, da links, da, vielleicht hier. Wir gehen jetzt ab hier. Ist ja Stress. Lebenspunkt heilen alle 90 Sekunden. Das hat ja eben schon nicht geklappt. Glanz erhöhen ist natürlich. Und will ich nun echt nicht. Könnten wir mal bitte einmal, danke, da vielleicht. Geht denn hier? Oh, der Große ist explodiert, das ist sehr schön. Ich hab auch so einen Stress. Das ist nicht normal. Waffenschaden 30% für eine Sekunde nach dem. Ja, guck mal, wir haben zwei Munition. Wir laden immer nach. Mit der magischen Linse habe ich auch noch nichts. Das ist hier eigentlich nicht. Nein. Da war so ein großer Explosionsding. Was? Hier ist passiert. Alter, ein zusätzlicher Schrotflint, die hinter dich schießt. Wow. Dann hätten wir vier Munition, aber wir sind ja immer sehr schnell am Nachladen dann, ne? Weil viele unserer Fähigkeiten ruhen auf Nachladen. Also, und dann haben wir hier Waffenschaden plus 200, Projektile plus 2, Durchdringen plus 2, Projektilgröße plus 200, Feuerung plus 50. Erhöht den Schaden, verringert aber die Reichweite der Kugeln. Aber wie weit verringert? Und rechts haben wir noch Projektile. Minus 100%. Was? Okay. Haben wir einen Schuss. Geht denn das bei einer Schrotflinte? Projektilgröße plus 500. Die Schrotflinte kann nur ein einziges Projektil verschießen. Jedes zusätzliche Projektil erhöht stattdessen den Schaden. Oh. Das ist ja alles drei sehr gut. Ja. Hier würden wir immer mehr Schaden machen. Also ein Geschoss, das 500% größer ist.
aber da nicht direkt sterben. Hier ist halt nur die Reichweite geringer. Oder noch eine Schrotflinte, die nach hinten schießt. Das mit dem nach hinten schießen ist das beste Moment. Ah. Ne, warte mal, maximale Munition. Hier sind es Projektile, die mehr Munition bleibt. Das heißt, wir. Was meint der mit verringert? Das ist ja. Verringert ist ja. Das ist ja. Von 2 Meter von uns weit weg. Lebenspunkt heilen. Feuerrate. Wir nehmen Feuerrate. Nein, das ist schon wieder so großer. Oh Gott, jetzt müssen wir sehr nah ran an die Gegner. Okay, das war vielleicht nicht so die Idee. Mit dem Verringern ist natürlich sehr viel verringern. Abprallende Kugeln. Gegner explodieren. Das ist so schön. Wir nehmen abprallende Kugeln. Aber wir müssen halt sehr nah ran an die Gegner jetzt. Vielleicht hätten wir das mit der Schrotflinte, also mit der zweiten Schrotflinte testen sollen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das überhaupt aufgekloppt ist. Also Nachladegeschwindigkeit 5 für jeden getöteten Gegner. Der Bonus setzt sich nach dem Nachladen zurück. Das ist jetzt irgendwie schwachsinnig. Ja, ständig nachladen. 10 LP für jeden Gegner. 500 zum Gegner. Oder wir nehmen mal Frost. Hier unten. Wir nehmen lieber das mit dem Lebenspunkt. Ich frage mich, wir haben auch noch kein Seelenherz bekommen, also. Also unsere Schrotflinte ist Maschinengewehr. Ja, eigentlich. Weiter. Wir haben ja Sichtweite schon erhöht. Also wir müssen uns sehr langsam bewegen. Da haben wir jetzt. Vielleicht wisst ihr das ja besser, aber ich glaube, das war nicht so die Entscheidung. Die Reichweite so niedrig zu machen. Also die zweite Schrotflinte wäre vielleicht besser gewesen. Oh, guck mal, hier ist gerade keiner. Erstmal alles einsammeln. Das jetzt für Viecher. Also wir haben auch immer noch keine 500 Gegner getötet, also. Und seltsam. Oh. Elektrokäfer oder hier. Sind unsere Effekte super weit. Boah, was stimmt mit denen nicht? Boah. Die Kugeln echt ganz verwirrt. Ändern die Richtung, wenn die. Wie da denn nicht? Wieso ändern die Kugeln die Richtung? Das ist ja noch schwieriger. Gemein. Ja, voll reingelaufen. Boah, ich bin ausgewichen. Und da denn nicht? Nicht nur, dass wir super nah an die Gegner ran müssen,
können diese roten Kugeln auch noch die Richtung ändern. Jetzt wird das Spiel cheaten. Und wir brauchen mehr Faden. Kann ja wohl nicht sein. Hm, haben wir denn mal ein Seelenherz? Wir machen irgendwie nicht mehr genug Schaden. Hm. Ach, wir haben das mit dem Seelenherz noch gar nicht genommen. Ach, super. Mehr die Nachladung. Oh nee. Das ist doch schon wieder hier der, so ein Boss, der so ein Laser schießt, ne? Was geht denn jetzt ab? Ich muss mal hier lang, da links und dann hier so. Und dann da, danke. Der aktiviert seinen Laser aber nur, wenn wir nah genug dran sind. Wenn das der Gegner ist. Ich möchte das jetzt auch ungern testen, also. Diese Kugeln. Voll. Hat der gerade. Jetzt spawnt Viecher. Oh nee. Die roten Kugeln, die bringen mich um. Das ist ein Stress-Level. Ich bin getötet, irgendwie. Blitze verursachen jetzt Brand. Handy. Oh. Oh, was ist denn? Was? Oh. Was geht denn jetzt? Boah. Geh gleich auf. Hat der kriegt einen Herzinfarkt oder wir gehen drauf. Ist das ein Stress? Und das wäre Schwierigkeitsstufe 1. Gegner explodieren oder einfrieren. Boah, wir nehmen jetzt das Einfrieren. Nee, ja, boah. Wie soll man das denn überleben? Ah, cool. Okay. Müsste mal hier irgendwie weg. Boah. Naja, in so eine Kugel laufen. Nur 8. Waren ja super wenig Gegner. Nur 4900 Gegner. Also die Waffe ist gut, die Schrotflinte. Wir hätten vielleicht nicht das nehmen sollen, dass die halt weniger Reichweite hat, die Schrotflinte. Das war wohl bestimmt nicht so gut. Das können wir beim nächsten Mal gucken. Weiß noch nicht, scheint keine Synergie gewesen zu sein. Die müsste ja hier angezeigt werden. In Rot. Also warum wir das bekommen haben, vielleicht wisst ihr das. Und wenn ihr Spaß hattet, gern liken. Dann sehen wir uns beim nächsten Versuch. Bis dann.